So, ich begrüße euch zum neuen Vlog. Ja, wir haben es wieder, wie zu dem Hintergrund schon seht, wieder Chinos. Aber ein Silo haben wir reingebracht, von dem her ist mir das jetzt eigentlich relativ wurscht. Odel ist auch schon alles draußen. Mach ich mal heller da, Kamera, was ist los mit dir? Ja, jetzt wollte ich euch einmal schnell zum 24 nochmal zeigen. Habe ich ja im letzten Video nicht geschafft gehabt. Ja, da hängt jetzt aktuell der Silocam dran, weil ich mir gedacht habe, die kann jetzt einmal in den Silocam fahren, damit der Motor ein bisschen einfahre, brauche ich nicht viel Drehzahl und normal wäre da auch nicht warm. Genau, und ja, weil es einfach mal wieder schön ist, dass der nach ein paar Jahren mal wieder am Silocam dran hängt. Ich glaube, dass der Silocam ein einziges Mal für einen Tag einmal kurz dran hängt ist an dem. Und seitdem nie wieder. Früher hat er ja den alten Strautbahn auf 3 Punkt gefahren, den wollen wir ja jetzt nicht mehr haben. Und ja, das war natürlich schon eine Belastung für den, der ist die ganze Zeit aufgestiegen. Das war der Grund, warum da oben beim Schalldämpfer das Rohr da, warum das bei dem anderen gefehlt hat, also beim alten Schalldämpfer. Ich meine, der ist jetzt neu geworden, weil der alte Schalldämpfer halt dermaßen zu war. Ich glaube, dass der abheben wird. Der Grund, warum das da oben weggert war, ist einfach, weil der im Stall wieder aufgestiegen ist, wie man zu eingeladen hat. Und durch das, dass unser Stall halt eben so niedrig ist, hat es da irgendwann einmal das Rail da oben gehauen. Deswegen hat der keinen mehr gehabt. Beim 844er, ja, war es jetzt nicht wegen dem Aufsteigen, der hat halt einfach so viele Stunden, dass irgendwann einmal das durchgebrannt hat. Und ja, da möchte ich auch noch einen Schalldämpfer besorgen. Mir hätte aber gerne einen Originaler und das ist die im Moment wieder eine teure Sache. Oder man findet halt einfach keinen zum günstigen Preis. Ich muss sagen, das Zeug da mit Krümmer, den habe ich auch neu gebraucht. Habe jetzt einen relativ günstig gekriegt und ein paar Kleinteile habe ich noch gebraucht für den. Die habe ich mir in Teisendorf geholt. Ich glaube, die meisten, wo ich sie haben, wissen bei wem. Und ja, hat auch gut hingehört. Das Einzige ist jetzt halt noch die Seitenblecher da fehlen noch. Da habe ich auch eins einmal Sand gestrahlt, weil das zwei Terno Sand strahlen. Und die weißen Sachen, die kriegen eine neue Lackierung, weil die halt einfach schon so grob sind. Den Rest möchte ich auch bei dem auf jeden Fall im Original lassen. Natürlich gehört einmal wieder ein bisschen sauber gemacht, der ist jetzt dann schon eher bisschen dreckert, weil eben der Motor haben auch über ein Jahr zueinander gestanden ist. Genau, und vorne ist jetzt auch noch nichts drin, das kommt auch rein. Ja, haben wir halt ein paar Tage gedulden, bis das alles da ist. Genau, jetzt haben wir da noch ein Problem, und zwar sobald er warm wird, drückt sich da über das Hydrauliköl raus. Also das ist quasi der Filter. Und herum hat da drückt sich selber raus. Jetzt habe ich da schon ein paar Mal einen Kupferring neu gemacht. Einmal die Hohlschrauben ist auch schon neu geworden, weil die habe ich nämlich angerissen. Und ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe schon so oft sauber gemacht und wieder aufgemacht und neue Kupferringe und sonst was. Dann ist der Zeitl dicht und auf einmal wird es undicht. Vielleicht hat da von euch auch eine Idee, woran das jetzt liegen kann. Genau. Naja, vielleicht findet man noch was raus. Genau. Dann sonst, Motor ist hergerichtet. Es sind Kolben Schmidt drin, also KS. Viele haben ja gemeint, das kommt Granit rein, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Da hätten wir uns herrichten auch gleich sparen können, da sind auf jeden Fall die KS drin. Ja, den tue ich halt jetzt wie gesagt ein bisschen langsam einfahren, dass das da drin halt alles passt. Wie gesagt, wenn ich jetzt an den gleich Vollgas, was ich an der Kreislein laufen lassen darf, wo er richtig Temperatur kriegt, ist halt die Gefahr groß, damit der sagt, Alter, leck mir am Arsch, ich gehe durch, dann können wir gleich nochmal herrichten. Und ja, deswegen fahre ich jetzt mal die ersten paar Stunden wirklich schön sanft mit niedriger Drehzahl ein bisschen ein. Genau. Ja, sonst, wie gesagt, die Teile kommen rein. Die ist da werde ich aber da. Da ist ja da hier unten das Blech verbogen. Das hat es einmal beim Silowalzen verbogen, da war eigentlich nur Stufen, die mache ich wieder her da. Das war einmal das eine, dochmäßig, also über den Sommer wird er auf jeden Fall jetzt höchstwahrscheinlich erst einmal so laufen, als Cabrio,
Das drum da, das kommt runter. Das Gestänge da ist nochmal. Dann werde ich wahrscheinlich im Herbst dann nochmal ein Blech da haufen, da, ähnlich wie beim 844er. Weil das, was ist denn das eigentlich, das Planen doch, das kostet einen Haufen. Und das wird noch ein paar Jahre wird das wieder kaputt sein. Also da ist mir fast das Geld nicht wert, dann nehme ich lieber ein Blechdach. Und ab da vorne hat man halt dann schaut, ob man mal irgendwie so eine Plane, also Überbrückung hinter, wenn man da eben noch auf den Zimmer haben kann. Und so ein paar kosmetische Teile werden halt auch neu. Ich meine, das seht ihr dann alles im Video, wie man dann einmal ein bisschen herrichten. Genau. Sitz bleibt auch noch neu, weil der ist. Ja, könnt ihr euch mal kurz zuschauen. Immer so der Frische. Da haben die Katzen anscheinend ein bisschen Spaß gehabt in der Zeit, wo der gestanden ist. Genau. Dann kriegt man zwei doppelwirkende Steuergeräte. Das brauchen wir eben wegen Schwarer, das habe ich am letzten Vlog schon gesagt. Da muss ich nur Schaubecher nicht einnehmen, weil ich wollte eigentlich welche mit dreimal gerastet und Schwimmstellung. Da ist aber das Problem, da brauche ich nach unten 80 mm, also 8 cm. Und das habe ich da nicht, weil da eben das Blech ist. Jetzt muss ich eben schauen, ob ich das irgendwie her setze oder ob ich da noch andere Steuergeräte finde. Ja. Gut, bis zum zweiten Schnitt haben wir noch ein bisschen Zeit. So, 6 Wochen oder so. Genau, und dann haben wir da noch das Lüchtel, der ist eh schon geflogen. Das kommt da weg. Und der kriegt volle LED-Beleuchtung. Einfach aus dem Grund, wie wir mal in der Nacht schwarren oder so, damit wir hier gescheit was sehen. Das heißt, der kriegt oben, so wird er krank. Ja, 8, mindestens 6, wenn nicht sogar 8, also 2 vorne, 4 vorne, 4 hinten. Damit eben alles schön ausleuchten kann. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben für den, aber lieber einmal gescheit was hingeschlossen, als wir im Nachhinein ärgern, dass du nicht siehst. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal zum eigentlichen Projekt des heutigen Tages. Da geht es mal wieder um 844er. Und zwar ist uns jetzt bei Maigrasen da aufgefallen, ihr seht es ja schon, da ist eine ganz schöne Öllocke unten, dass da bei der Entlüftung Öl rauskommt. Und da darf halt normalerweise gar kein Öl nicht sein. Das heißt, der Zylinder da drin hat, werden die Dichtungen hier sein. Normal ist da oben drüber, wie soll man sagen, ungefähr da ist jetzt quasi das Stempelende von dem Zylinder. Und oben drüber darf normal kein Öl nicht sein, das heißt, da muss halt eigentlich Luft sein. Deswegen ist ja auch die Entlüftung da, das heißt, wenn er aufhebt, dann eben die Luft rauskommen. Und da kommt eben jetzt ein Öl raus, das heißt, da wird die Dichtung eben undicht sein. Und die werden wir jetzt alle austauschen. Dafür gibt es aber keine Dichtsätze nicht. Das heißt, wir müssen außer da alle Dichtungen einzeln bestellen. Das wird dann ein paar Tage dauern. Deswegen kommt das Frontmauerwerk dann an den Ferguson ohne, da wir weiter eingrasen können. Und ja, Ladewagen müssen wir mit dem fahren, eben wegen der Stahlhöhe. Und da hat der eben den Vorteil, dass wir das Steuergerät vorne eben auch spüren können. Von dem her passt das eigentlich perfekt, dann läuft der Köhl nicht raus. Und ja, mal schauen, wie gut der rausgeht. Es ist seit 83 da eingebaut, wird einige Tonnen gesehen. Und ja, mal schauen, wie der rausgeht. Ich hoffe gut. Schauen wir. Jetzt werde ich ihn aber erst mal schnell abhängen. Genau. Und da schon hinkommen. Ja, bis gleich. So, jetzt habe ich das Ganze mal abgehängt und habe da mal ein bisschen rumgeblasen. Da ist jetzt da ein Spannstift drin und da unten
Die müssen wir quasi raushauen, damit wir die Putzen rausschieben können. Und dann war die eigentlich im Prinzip schon ausgebaut. Ja, Hydraulik schlauchen wir mal halt noch weiter, ganz logisch. Genau, das machen wir jetzt einmal. Und wenn er ausgebaut ist, dann mit dem Möhrer. So, wir haben jetzt dann da den Stempel rausgekriegt. Also, das ist quasi jetzt das Teil, wo da die Dichtungen drauf huckern und die haben die Munddicht. Das kann man glaube ich da auch schon sehen, da ist ganz schön viel Träger drauf. Genau. Jetzt wollten wir eigentlich den komplett ausbauen, hat jetzt aber nicht hingehauen, weil sich der Bolzen da rum so dermaßen dagegen gewehrt hat. Jetzt haben wir einfach Führer geklappt und so ausgezogen. Das ist eben auch wieder mit der Nut und mit dem Draht, der wo da noch dran hängt. Es ist wie beim Lenkzylinder, wer den Flock gesehen hat, ist eigentlich dasselbe Prinzip. Bis auf die Frontlader-Zylinder hat der eigentlich fast nur sich eine Hydraulikzylinder. Ist ein wenig umständlich, ziemlich umständlich teilweise. Und ja, sonst geht's aber. Also den Draht aus zum Kriegen ist eben umständlich. Genau, jetzt haben wir den da mit dabei auch verbunden, weil er jetzt eben keinen Druck mehr aufbauen kann. Haben wir den auch verbunden und haben wir da was immer da, dass da kein Regen nicht reinkommt. Dann fahrt er halt jetzt mal die nächsten paar Tage so. Also, ich meine, wir brauchen ja zum Eingrasen, Ladewagen kann ja leicht fahren. Ich meine, ansonsten können wir mit dem 24er theoretisch auch fahren. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahr jetzt auch schnell zum Händler. Dann schaue ich nochmal zu dem einen Bauern. Der macht heute eine Sille auf, das würde mich nochmal närrisch interessieren schnell. Weil das jetzt zelliert ist schon, das ist jetzt eineinhalb Wochen ist jetzt her, da er das zelliert hat. Habe ich ja euch im letzten Vlog gezeigt gehabt. Genau. So, ein kleiner Ortswechsel. Da sind wir jetzt auch dort, wo wir im letzten Vlog schon waren. Der mit den John Deere, die euch so gefallen haben. Ja, jetzt sind wir doch ein paar mehrere Tage vergangen, also 7 Tage. Haben wir bei 2 Wochen. Und jetzt schaue ich mir das Silo mal an, der hat es jetzt aufgemacht. Die rausnehmen. Das schaut eigentlich schon recht gut aus. Ich muss sagen, das ist jetzt 14 Tage isoliert. Normal lässt man das ja auf mindestens 5-6 Wochen zu, der Silo. Erst das gescheit durchsoliert ist. Und es riecht jetzt auch nicht schlecht. Es riecht wie ein ganz normales, gutes Silo. Natürlich ist, wenn das Silo beim Silieren ein wenig zu drucken ist, isoliert es auch ein bisschen länger. Also man braucht es natürlich ein bisschen länger, als wenn jetzt noch eine gewisse Feuchte vorhat. Ja, und dazu darf man sagen, wir proben das einmal schnell, die Ergebnisse die finden die dann rein. Und dann ja, schauen wir, was rauskommt. Unten schon richtig gut isoliert ist. Auf das sieht man auf der Kamera gut. Das schaut aus wie ein normales Silo halt. Die sind 2 Wochen. Man sieht ja, dass es gut verdichtet ist. Wie das zusammenhält. Genau, und die Beprobung, die wird jetzt quasi an verschiedenen Punkten vom Silo gemacht, dass man ja, ein besseres Ergebnis hat, wenn ich jetzt gerade einmal irgendwo reinfahre, weil dann kann ich eine schlechte oder eine gute Stelle erwischt haben und der Rest vom Silo kann so oder so sein. Deswegen macht man das an verschiedenen Stellen. Sonst haben wir es eben gerade am Anfang gemacht. Und genau, ich werde jetzt da oben mal an verschiedenen Punkten eingestochen. Ich werde eben dann die Plane auch mit einem speziellen Klebebandel wieder verschlossen. Also da ist dann auch kein Problem nicht, dass da irgendwie ein Problem da oder sonst was. Dass da alles so dicht ist. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Sehen wir da.
schaut das Klebeband aus. Also ein ganz dünnes Zeug ist das. Extrem klebend, der ist jetzt gerade gar nicht aufgekriegt. Genau, das wird halt dann eben kreuz und quer einmal drüber da, dass das Loch auch wieder schön zu ist. Ich meine, das werde ich irgendwann davor. So, jetzt ist die Probe gezogen. Das ist jetzt ca. 1 Kilo. Das ist das, was du brauchst, damit du ein repräsentatives Ergebnis hast. Das Ganze wird jetzt da in den Beutel verpackt. Das wird dann einvakuumiert und eingefroren, gell? Genau, eingefroren. Genau, das Ganze wird jetzt vakuumiert und eingefroren und das Ganze wird dann da hingeschickt. Da wird das Ganze geprüft und wie gesagt, Anfang nächster Woche soll das Ergebnis da sein. Also circa eine Woche weil dauert das und dann haben wir das Ergebnis. Und ja, sagen wir jetzt einfach mal schnell. Ja, das Ganze, wie man jetzt sieht, ist da einvakuumiert, ziemlich flach. Das dient eben auch dazu, damit das einfach jetzt so bleibt, wie es ist. Und eingefroren ist im Prinzip wie beim Fleisch. Kann man, wie gesagt, sagen, dass das eingefroren halt auch länger. Und genauso ist das eben da jetzt. Das Ganze wird da mit so einem Akku-Vakuumierer gemacht. Früher ist das aber mit Steckdosen gemacht worden. Das heißt, er kann jetzt einfach einmal so kommen, wenn der Bauer nicht da ist, der das beauftragt hat. Dann kann er einmal schnell ohne Steckdosen im Kofferraum oder am Silo dran einfach das einmal schnell einvakuumieren. Genau. Das Ganze wird jetzt in das Backel rein tun, dann wird es zurückgeschickt und wie gesagt, dann kommen die Ergebnisse. Ja, wenn da irgendwelche Fragen haben oder sonst was, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wie gesagt, beim Freiberger kriegt ihr das Siliermittel und auch die Probung angeboten. Also der leitet euch da schon weiter an den richtigen Mann, an die richtige Frau, oder? Nein, der leitet euch da weiter an den richtigen Mann und genau, so wird das Ganze jetzt an Furt geschickt, aus Backel. Ja. Ergebnisse müssen jetzt eigentlich eh gleich sehen. Gut, dann verabschiede ich mich da jetzt wieder. Ich werde jetzt einmal noch meinen Hydraulikzylinder einmal richten. Das seht ihr dann eh gleich, vielleicht noch ein kurzer Schnitt. Richtig groß. So, wir haben jetzt eine Hochsparer. Ich habe jetzt da einen Hydraulikzylinder mit den neuen Dichtungen schon drauf. Genau. Oder ja, Zylinder ist ja nicht direkt Teil vom Zylinder, kann man sagen. Genau, und den werden wir jetzt da mal wieder schön rein tun. Jetzt haben wir ja eine Woche lang mit dem Fergesang gemacht und mit dem eben hinten noch gesammelt. Genau. So hätten wir eigentlich ab jetzt dann nicht mehr dran müssen. Ja, ich würde sagen, wir machen wieder ein kleines Zeitraffer, das Einschirm. Und ja, schaut mal einfach dabei einmal schnell zu, oder? Drei Song. We'll be right back.
Ja. Zum Kram war es schöner. Aber muss man ehrlich sein, die Dinger halten am längsten. Und schon ist der Ring da wieder drinnen. Das wäre ein bisschen Fieslerei, den da reinzukriegen. Also da ist einmal da eine Nut und einmal direkt in dem Gehäuse eine Nut. Und dann schieben wir das da quasi ein bisschen weiter runter. In dem Fall habe ich es jetzt mit einem Hetzel ein bisschen runtergeschlagen, weil es einfach saumäßig schwer geht. Letzte Woche ist nicht viel gegangen. Wir haben eben den Zylinder noch ausgebaut gehabt. Genau, und dann war es aber schlecht wieder. Da haben wir dann mehr drinnen im Steuer arbeiten gemacht und ja, in der Werkstatt ein bisschen Kleinigkeiten. Genau, das Messer habe ich wieder rein, einen Camper. Wir haben erstmal gescheit was verbunden da drinnen. Das Messer war eben nicht ganz gerade und wir haben den quasi aufgeschwenkt und erst einmal mit richtig Schmackes rein. Da ist jetzt da ein Haufen Dreck. Und da haben wir eben da, wo es ein Blicherl verbunden hat. Genau das da. Das hängt eben noch ein bisschen drinnen. Rothaar geht aber leicht vorbei. Habe ich von drinnen wieder ein bisschen ausbogen. War richtig scheiße wird. Aber ja, so ist es halt nochmal. Genau, jetzt sind eben die Messer drin, jetzt lässt sich das Zeiger leichter futtern und die Kühe fressen da. Lieber, kann man das so sagen, sie fressen mehrere, sagen wir es so. Da geht eine Schelle ab. So was aber. Genau, sie fressen es halt jetzt lieber und es ist halt auch schöner zum Einfuhren. Ja, wenn du das ganze lange Zeit hast, das hält halt brutal zusammen. Und jetzt sind es halt auf, was haben wir jetzt drin? Jetzt haben wir einen Balken drin, das sind 10 cm circa, 19 cm. Funktioniert beim Eingrasen natürlich nicht hundertprozentig, weil ich zeige ja quasi in eine Richtung mehr. Und das dann eigentlich mehr oder weniger gerade reinkommt, statt quer, dass es schneiden darf. Der einzige Vorteil bei unserem Glas sind halt die Schwarteller, weil sie das, das muss ich echt sagen, das funktioniert beim Glas wirklich top. Die Teller quasi sorgen dafür, damit sich das Zeug von der Seite umschmeißt und das liegt dann alles quer. Und das kannst du halt wirklich super schneiden. Also ungefähr 60-70% sind geschnitten und der Rest halt nicht. Aber ja, man merkt schon am Fressverhalten der Viecher, dass eben wirklich gut zulegen. Ja. Es ist halt auch für die Kuh angenehmer zum Fressen, als wenn es da was weiß ich, so eine 60 cm Stange im Mai drin hat, da sind jetzt 10 cm schon viel angenehmer. Ja. Wir hätten uns auch nicht ein ganzes Steak reinschieben, wir schneiden es auch in mundgerechte Stücke, sagen wir so. Genau. Ja, was habe ich? Ui, ich bin ja 15er. Gefällt mir. Genau, was habe ich letzte Woche noch da? Also am Samstag habe ich einmal das Teil da ausgebogen. Das war ja komplett abgebogen. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeinem Video einmal überhaupt
gesagt habe oder ob man es irgendwo mal sieht. Das war ein brutal Storybogen und die Stufen habe ich jetzt auch wieder hier. Das ist jetzt auch schmale Stufen. Das ist halt auch wieder, wie es da ist. Die hat es damals, also damals ist mit dem 844er und mit dem Ladewagen aber reingefahren worden und mit dem da gewalzt worden. Und anscheinend ist da mal richtig mit Schmack, also ein Haufen drüber gerannt worden. Und dann hat sich alles unten rein verbogen. Und seitdem war halt das also, ja, es hat jetzt nicht groß gestört, aber ich finde es halt einfach schöner, wenn es so rausgebogen ist. Dann habe ich da bei der Kupplung noch ein bisschen was ändern müssen, weil ich habe mir ja vorher bis quasi da oben treten können. Und das ist halt da mit dem Blech nicht mehr ausgegangen, wie gesagt. Und jetzt habe ich eben da an dem Teilchen da, habe ich mir nochmal ein Gewind weiter aufgeschnitten, damit ich das da weiter zusammentragen kann. Und ein bisschen verkürzt. Jetzt quasi, ja, kann ich da bis daher treten. Und die Kupplung funktioniert zu 100%. Also auch wenn ich gerade zur Hälfte habe ich Druck, war es eigentlich schon drin. Ja, das sind also Kleinigkeiten, die man noch ein bisschen jetzt wieder anpassen muss. Ja, und sonst oben den Rahmen habe ich aber da. Den, ja, kann ich eh schnell herzeigen. Für die Leute, die was interessiert. Da war eben der Rahmen da noch da. Das ist eben fürs Verdeck quasi. Da, wo es eben festgemacht ist, und ich habe ja gesagt, über den Sommer kommt da ein Weihkauferdeck nicht rauf. Deswegen habe ich mir den jetzt mal runter, da, weil der klappert nämlich immer. Der ist nämlich gerade da hier vorne eben festgemacht gewesen. Und hinten eben lose, und jetzt, wenn jetzt irgendwo da ein Schlagloch durchfährst, klappert der halt brutal. Und jetzt können wir den ganzen Tag anhören. Ja, jetzt habe ich mir da halt, also das Ganze wäre ja, die Frontscheibe wäre ja von dem hier gehalten. Zusätzlich ist aber mit dem da oben, auch wenn es gerade hinten eingelegt war, hat das schon einmal ein bisschen Stabilität ausgemacht. Und jetzt habe ich mir da einfach so ein Flacheisen rein da. Und jetzt ist das da wirklich bombenfest. Damit es halt, ja, einfach ein bisschen fester ist, muss ja nicht die komplette Last da drauf sein. Genau. Was habe ich noch da? Genau, ein großes Thema war ja eben noch die Hydraulik. Die war ja absolut undicht. Da war ja da am Filter, bei dem Kupferring, war das absolut undicht. Ich habe gewiss zehnmal den Kupferring getauscht, alles außer da wieder abgeschliffen, alles mögliche feste angezogen. Das ist jetzt ein neuer Schrauben, weil ich die anderen eben abgerissen habe. Genau, und jetzt habe ich es einmal mit Aluringen versucht. Hätte ich auch eher versuchen können, ehrlich gesagt. Ist mir aber da zu dem Zeitpunkt nicht eingefallen. Und ja, jetzt ist es hundertprozentig dicht, seit zwei Stunden. Zwei Stunden habe ich seitdem gefahren mit dem. Und genau, nur für manche, die wo vielleicht auch so ein kleines Problem haben. Also Aluring ist ja von der Festigkeit ein bisschen weicher oder ein gutes weicher wie Kupfer nochmal. Und genau, da haut halt das super hin. Genau. Ob ich die Schutzbleche vorne oder auf wie du war jetzt noch nicht. Müssen die mir erst einmal anschauen, wie das ausschaut. Ich weiß nicht, ich persönlich bin halt im Bulldog, seit ich auf der Welt bin, ohne Schutzbleche gewohnt, genauso wie ein 844er. Die haben eben auch damals da waren wegen Silieren, weil es die halt doch öfters verbogen hat, als man gemeint hat. Und deswegen haben die irgendwann einmal komplett herunterblieben. Genauso wie das Tier hier hinten am Ladewagen. Also, wenn er aufgeklappt ist, hinten war noch so ein gelbes Tier hier so schräg runter, das haben wir auch noch irgendwo flacker. Das hat es auch die ganze Zeit verbogen. Oder das Gestänge zumindest, wenn da mal ein bisschen mehr Fuhr dahinter gekommen ist. Das ist die ganze Zeit rausgedruckt. Ja, es sind also Kleinigkeiten, die man dann mitten unter dem Silieren einfach mal schnell oberschmeißt und ich sage jetzt mal die Schutzbleche vorne, die sind jetzt, finde ich, bei der IHC, oder zumindest bei der Größe von IHC, jetzt nicht so 100% so wichtig.
Vor allem, wenn wir mit dem 844er auf frühes Holz gehen. Aber ja, irgendwann gehen wir jetzt schon mal wieder ohne. Da bin ich mir schon sicher. Bei dem weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht. Dann machen wir das erste Mal schauen, wie das ausschaut. Kann ich noch nicht sagen. Genau. Ja. Reifen werden jetzt erst einmal die letzte Baustelle sein. Schätze jetzt einmal. Ich meine, von den Stollen her waren sie noch super gut, aber sie sind nicht brutal rissig. Das sind Kleberreifen. Und ja, die sind unter anderem auch seit Werk drauf, also seit 49 Jahren. Werden dementsprechend auch gut von der Fläche runtergehen. Ja, dann Sitz habe ich eigentlich ja schon mal gesagt, brauche ich auch einen neuen. Hat auch ein bisschen Lieferzeit, so von einigen Wochen. Aber gut, dabei geht der schon. Haben wir nicht aus Zucker. Genau. Sonst. Mei, ihr seht es ja dann eh im Video. Machen wir ganz ehrlich so. Ihr seht es ja eh alles dann. Genau, jetzt werde ich mal Klumpen dann ein bisschen zusammen. Und dann da jetzt um. Was ist das für den Vlog? Wir sehen uns im nächsten Vlog. Da ist das im 24er dann ein Feldeinsatz. Keine schwere Arbeit bis jetzt, aber ein bisschen was ich tue. Ein bisschen einfahren noch. Je länger und besser du reinfährst, desto besser und länger hält er dann auch. Genau. Ich glaube, wegschmeißen. Ja, dann, wie gesagt, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Vlog. Servus.